Hallo, wir haben heute Plätzchen gebacken, ohne Zucker. Und wir wollen euch zeigen, wie das geht. Hallo, herzlich willkommen auf meine Küche. Ich wollte heute für euch Plätzchen backen. Also eine Plätzchensorte ohne Zucker. Da kommt keine Zucker rein. Nur Dattelpüree kommt rein. Also das ist eine Füllung, da kommt nachher. Also wir wollen erstmal für Teig unsere Zutaten sagen. Also eine Packung Margarine, zwei Joghurt, so kleine Packungen, und halbes Glas Rapsöl und ein halb Packung Mehl und zwei Backpulver, zwei Vanille, zwei Eier und eine Löffel, also eine Teelöffel, wie heißt das? Fenchel. Fenchel, ja, so gemalte Fenchel. Ne? Ja. Ja. Dann. Ach so, okay. Ja, und also Prise Zimt kommt auch rein. Und da kommt also Steinweißel gemahlen, also Mahleb. Da kommt auch eine kleine Löffel rein. Ja, da kommt Estmargarine. Habe ich ein bisschen mehr warm gemacht. So, Joghurt. Also da kommt alle Zutaten rein erstmal und dann zuletzt Mehl. Also Zimt ungefähr so und Mahleb auch eine Löffel, zwei Eier. Vanille. So. Erstmal lasse ich ein bisschen Mehl. Backpulver habe ich noch nicht reingemacht. Ich mache das gleich. Und warum nicht direkt? Ja, also ist eine gute Frage, aber
Ich will also ein bisschen später reinmachen. Ist eigentlich egal, aber. Ja. Man kann auch mit Mehl zusammen rein. So. Und da kommt jetzt Backpulver. So, es ist schon ein Teig geworden. Ups. Ups. So, also von einer Packung, also da ist ungefähr zwei Glas, von einer Halbpackung, also zwei Glas Mehl jetzt übrig geblieben. Ja, eigentlich manchmal, da kommt so ganze eine Halbpackung rein. Aber heute weiß ich nicht. Ja, das Teig ist jetzt so. Man kann sofort anfangen, weil es ist keine Hefe drin. Ne? Aber ich lasse 10 Minuten erstmal. So, jetzt machen wir unsere Füllung. So, das ist eine Packung Datteln. Ich glaube 500 Gramm. Also da gibt es in arabischen Laden und türkische Laden. Ne, das sieht so aus. Das ist richtig püriert. So, ne, püriert, ja. So. Und das ganz Wichtigste, da kommt nochmal eine Teelöffel also Steinweißel, also Mahleb, da kommt eine gute Löffel wieder rein. Also das ist, weiß ich nicht, das sieht so, riecht so wie Vanille, so ein bisschen, ne? Ja, aber das schmeckt lecker. So, und ein bisschen Rapsöl kommt auch. Und das kommt an unserem Teig drauf, weil das ist genug süß ist, da kommt keine Zucker rein. Das riecht auch lecker. So. Es ist auch fertig. Und dann können wir sofort jetzt anfangen. Weil so wie gesagt, ist keine Hefe in unserem Teig drin ist. Deswegen man kann sofort also anfangen. Aber haben wir eine 10 Minuten gewartet. Ja, und jetzt reicht. So, ich wollte meine Hände erstmal waschen und dann fangen wir an. So, jetzt fangen wir an. Also ich habe hier ein bisschen Öl reingemacht, hier in Schüssel. Ob ich immer meine Hände so drauf tun, so.
Was bringt das denn? Ja, weil ob das nicht kleben, ist ein bisschen leichter. So. So. Du kennst diese Kekse, ne? Ja, die sind immer sehr lecker gewesen. Ja. Man muss ein bisschen vorsichtiger sein, ob das gleichmäßig Teig sein. So ungefähr muss sein. Ist eigentlich ganz einfache, ist nicht so schwer. Ist wirklich, dauert nur eine Stunde nur. So. Und jetzt Datteln. Also man muss immer so ein bisschen nehmen. Ein bisschen wieder Öl in Hand. Ne? So. Ungefähr. Und dann man muss in die Teig drauf. So, muss aber ein bisschen dünner sein. So, das muss ganze Teig so mit dieser Füllung also gemacht, ne? Gemacht werden. Gemacht werden. Ja. So. Der ganze Teig muss voll mit dieser Dattelmasse sein. Ja. Achso, und nachhaujigo hamulo pavajibi. Jakleveri. Ramnina. Also es ist egal, also der Dattelteig oder die Dattelmasse muss nicht unbedingt zusammen sein. Genau. Also ist nicht schlimm. Ja. Vollkommen in Ordnung. Ne? So ungefähr. Ne? Unser Teig muss ungefähr so sein, ne? Das sieht schön aus, ne? Okay, tamam, da kahve ja. So, und dann nochmal. So. Dann schneiden. Na? So, ich versuche hier so unten ringen. So. Also da macht ihr jeweils immer eine Schlange. Mhm. Ja.
weg. Da auch. Ne? So. Und das jetzt schneide ich so. So ungefähr. Das macht ihr dann mit dem ganzen Teig. Genau. Stück für Stück. Ja. Und dann jetzt. Da komm, ich habe zwei Eier hier. Ne? Und Sesam. Die sind von meiner Mutter, von Türkei. Ne? So, da kommt erstmal in Eier und dann in Sesam drauf. Dann kommt in Black. So. Also einmal tunkt ihr die Kekse in die Eier und dann in den Sesam und dann aufs Blech. Genau, so. Ne? Also keine Angst, der Teig wird nicht kaputt. Sehen Sie? Nochmal, zweimal. Ich drehe immer. So, ne, der Teig wirklich wird nicht kaputt. Das ist schöne Teig geworden. So. Man kann auch nicht Daten was anderes, also anfühlen drauf. Also machen. Ist vollkommen euch überlassen. Nutella, Erdnussbutter. Ja. Was das Herz begehrt. Aber mit Daten wirklich sehr lecker, ne? Haben wir schon mal gemacht, ja. Mazını çiçek, değil mi? Hep çok hoş durun. Man kann auch groß schneiden, aber die kleinen ist schöner aus. Die sehen so wie Baklava auf, aus, ne? Ja. Ja. Die sehen genauso wie Baklava. Baklava. Nicht Baklava, Baklava. Also ich mache Hefte mit Sesam und Hefte ohne Sesam. Na? So einfach. So. So, ne? Ich mache jetzt im Backofen. Ich habe vorher meinen Backofen warm gemacht. Auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Genau. So ungefähr halbe Stunde so. Ja. So. Hm? Bis gleich. So. Unsere Kekse, die sind fertig. Oh, lecker. Die riechen gut. Na, die sehen sehr lecker aus. So. Ein bisschen kalt werden. Na, so. So, unsere Kekse ist fertig. Die sind fertig.
Die sind fertig. Also die sehen so aus. Die sind wirklich sehr lecker. Hat Umut schon eine probiert. Ich will jetzt einfrieren alle, weil die sind zu viel. Man macht nicht jeden Tag Kekse, ne? Deswegen ich will einfrieren. Ja, und viel Spaß zum Nachmachen. Und guten Appetit. Bis nächste Videos. Tschüss.